Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr schon seht, ist es gerade alles ganz anders. Ich habe nämlich keine Dose, wo ich mein Handy draufstelle, sondern jemanden, der filmt. Ich habe eine gute, richtig gute Qualität. Auch im Ton. Hallo, hallo. Ja, also das ist natürlich von Moritz. Man hat ja gerade schon gehört. Dreh mal um. Moritz filmt heute für mich und hat das Equipment hier besorgt. Und jetzt haben wir zum Stall und ich werde heute mal wieder mein Training mit euch teilen. Und meine Mutter ist im Moment in Urlaub, deswegen kümmere ich mich um unsere ganzen Pferde, weil wir ja Selbstversorger sind. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wir sind jetzt am Stall angekommen und ich nehme euch heute jetzt mal allen mit, wie ich mit meinen Freundinnen reite. Und los geht's! Willi hat im Moment auch schon richtig dickes Winterfell gekriegt, deswegen sieht er auch im Moment ein bisschen dick aus und ist auch ein bisschen dick. Deswegen muss er auch wieder ein bisschen mehr ins Training kommen, aber wird auch demnächst geschoren, dass er wieder nicht so sehr schwitzen braucht. Aber im Moment kriegen die auch wieder richtig viel Wiese, wie man hier sieht. Das werde ich dann nachher auch noch... Oh mein Gott, das werden die dick. Aber das werde ich dann nachher auch noch alles wieder zumachen. Das seht ihr alles, was dann nachher noch dazugehört. Wurde sie schon mal hier vom Strom getroffen, Madame? Also an diesem Stall war es jetzt noch nicht direkt, aber allgemein schon oft. Und hier bin ich auch froh, weil hier ist der Strom richtig stark und da dran kommt. Deswegen mache ich ihn jetzt auch raus. So, bevor wir die Pferde jetzt holen, fütter ich die noch eben. Da hole ich einfach ein bisschen Heu mit meiner Karre hier. Eine Karre voll oder... Das schaue ich gleich, ich fühle dann da, weil wir füttern immer im Heunetz und dann gucke ich, wie viel da gleich reinpasst, dass das passt. Dass das voll ist, aber die haben auch noch Wiese hier, also brauchen die nicht so viel. So, die Karre ist jetzt voll genug, dann tue ich das jetzt mal ins Heunetz rein. Und da ist ja noch voll viel drin im Heunetz. Egal. So, die beiden holen sich hier schon alles, aber das kommt jetzt voll ins Heunetz, wo irgendwie noch voll viel drin ist. Aber die müssen sich ja nicht komplett vollfressen, die können ja aufhören, wann sie wollen. Von daher tue ich einfach noch was drauf, wenn sie keinen Hunger haben. Hören die beiden eh auf, die überfressen sich ja nicht. Und ich packe jetzt einfach noch das dazu. Ich hole das Alte da einfach raus. Ich habe selber schon mega viel in den Haaren, aber jetzt ist hier auch alles drin. Das ist noch so ein bisschen von dem Alten, das lasse ich hier jetzt einfach vorliegen. Die haben jetzt total viel, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil besser, dann haben sie ein bisschen zu viel, weil die hören ja auch irgendwann, wie eben schon gesagt haben, auf zu fressen. Und das davor ist eh, glaube ich, was sie nicht mehr so gerne mögen, weil die das eben ja auch liegen gelassen haben im Netz. Und dann bringe ich die Karre jetzt weg und mache das Wasser. Und dann äpple ich auch noch eine Karre oder zwei ab. So, dann fülle ich eben das Wasser auf. Wir haben hier den Bottich für beide. Dann gehe ich eben rein und mache die Pumpe an. Und dann kommt das Wasser auch gleich. So, dann lasse ich das jetzt eben volllaufen. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig hier. Ich äpple dann auch noch ein bisschen ab. Aber ich mache wahrscheinlich morgen, ich mache jetzt nicht alles. Wir machen eigentlich mal die ganze Wiese sauber. Deswegen mache ich dann morgen ein bisschen mehr. Und dann bin ich jetzt fertig. Oh nein! Oh, Idioto. So, wir holen jetzt die beiden rein, damit keiner hier alleine da auf diesem abgesteckten Stück steht. Habe ich übrigens von einem Fan bekommen auf dem Turnier. Süß, ne? Oh, die sind schon gekommen. Ja, da muss ich ja nichts mehr machen. Perfekt. Gut, dann mache ich jetzt einfach eben schnell die Tür zu, damit die nicht mehr raus können. So. Und Spirit geht da hinten auf einen anderen Teil der Wiese. Der geht jetzt da vorne hin und Valley kommt dann gleich mit rüber zum Putzen. So, Valley ist jetzt hier alleine, Spirit ist da vorne, dann kann ich ihn jetzt gut hier rausholen und dann gehen wir, wie gesagt, zum Putzen rüber. So, Valley, komm! So, ich bin jetzt in der Stallgasse, ich bin Valley hier an und ich mache, meine Stimme ist gerade weggegangen. So, ich mache jetzt eben das Rolltor da vorne hoch, weil ich reite ja heute mit meinen Freunden zusammen und damit die kommen halt von da drüben und deswegen mache ich dann eben die Tür auf. Sind noch nicht in Sicht. So, ich putze die einfach schon mal und dabei könnt ihr ja eben ein bisschen zusehen. Er hält auch immer so gut her, nämlich man kann ihn so und er bleibt einfach da. Jetzt. Valley ist auch der lauteste. Jetzt freuen sie sich. So, die anderen sind jetzt auch schon da und dann werden wir es noch zu Ende putzen, dann gleich satteln und dann gehen wir gleich auf den Reitplatz ein bisschen reiten. Oh, Cookie. Oh nein, Cookie. Valley, komm. Komm mal, wie toll. Er kann lachen. Oh, wie toll! Super, Valley! Das war doch toll. Er kann einem auch einen Kuss geben. Willst du mal einen Kuss von Valley? Nee. Oh, los, mach. So, und jetzt gib's ihm doch. Okay, dann gib's ich ihm halt. Gut gemacht, Valley.
So, ich bin jetzt fertig mit Putzen. Ich habe Welli gerade bandagiert, wie ihr gesehen habt. Und jetzt kommt der Sattel drauf. Weißt du noch, wie ich das ganz am Anfang gemacht habe, Mori? Da kam ich da nämlich gar nicht hoch. Und jetzt klappt's. Guck mal. Leonis hat sie schon. Deswegen konnte ich sie nicht mitbringen. Da ist man sehr sozial. So, können wir trensen? Ich habe jetzt gerade nachgegurtet und dann werde ich gleich aufsteigen, dann reiten wir warm und dann werde ich Dressur reiten und vielleicht auch ein paar Sprünge, also so ein paar kleine Cavalettis machen. Put your hands in mine, you know that I want to. Ich singe immer beim Reiten, das ist natürlich ein bisschen doof. So, ich fange jetzt schon mal ein bisschen an zu traben und mache ihn erstmal recht locker. Also ich mache jetzt erstmal leicht traben und mache nicht so eine enge Verbindung. Erstmal ganz locker anfangen und dann mache ich gleich ein bisschen mehr noch dressurmäßig und genau. Ach so, ja, also Moritz hat sich auch gerade gefragt, ob dieses Geräusch ist. Ich weiß nicht, ob sich schon mal andere gefragt haben, aber ihr kennt das bestimmt. Das ist auf jeden Fall dieses Hahn- oder Schlauchgeräusch, was halt die Wallache machen. Um zum Beispiel so ein bisschen den Stress zu kompensieren. Okay, Welli ist jetzt gerade überhaupt nicht gestresst, aber er macht das irgendwie total oft. Naja, so, ich fange jetzt schon mal an, weil ich ja nachher noch ein bisschen springen möchte, über diese Stange hier erstmal zu traben. War jetzt nicht so optimal, aber war okay. Er hat mich berührt, hat er fein gemacht. So, ich rede jetzt einfach noch mal über die Stange ein bisschen. Bin ich auch schon eine Weile aufgewärmt. Super, das war jetzt viel besser. Der Stangengang. Ja, so, ich bin jetzt auch genug warm geritten und dann werde ich jetzt auch aufhören, die ganze Zeit nur lang zu lassen und so und jetzt langsam auch auszusitzen. Jetzt sitze ich auch schon aus und fange dann gleich auch an zu galoppieren. So, jetzt galoppiere ich mal. So, jetzt galoppiere ich auch einmal an. Durch die ganze Bahn und dann irgendwo auf der Wechsellinie oder auf dem Hufschlag mache ich dann einen Übergang und galoppiere neu an. Komm, Welli. Until I'm mine. So, jetzt mache ich einen Übergang und galoppiere neu an auf dem richtigen Fuß. Und das mache ich dann auch manchmal nochmal direkt. Hier rüber. Pariere durch. Und galoppiere neu an. So, jetzt mache ich mal ein paar Schrittgaloppübergänge und ja, das kann man sich ja nur noch vorstellen. Also ich werde jetzt einfach sofort mal angaloppieren. Halt darauf achten, dass er in der Anlehnung bleibt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, dass ich wieder aus dem Galopp im Schritt komme. Da habe ich halt oft die Probleme, dass er komplett wie eine Giraffe macht. Fein. Gut. Hat ganz gut geklappt. Das mache ich jetzt auch noch mal auf der anderen Hand.
war gut. Und wieder Schritt. Ja, wir haben immer noch recht viele Trab-Tritte dazwischen, aber macht nichts. So, jetzt kann ich das immer ganz gut verwenden, aus dem Schritt anzugaloppieren für den Sprung. Und wenn die jetzt sieht, immer echt dolle hin. Gut. Das war echt gut. Gut. Ja, das waren zwei gute Sprünge. Ein bisschen dicht, aber das war okay. So, ich mache jetzt noch mal, ich mache immer so Dressur-Springen gemischt, aber eigentlich mehr Dressur. Und jetzt mache ich noch einmal eben Trabschritte verlängern, dann mache ich nachher noch ein bisschen Außengalopp. Aber das ist ja auch alles. Und dann fange ich jetzt mal an mit Tritte verlängern. Ich mache das übrigens immer noch im Leichttraben oft, weil ich da einfach besser sitzen kann, weil ich kann es halt noch nicht so gut aussitzen, komme ich auf den Rückenlage, aber seht ihr ja jetzt. Fein, Welli. Ich versuche jetzt mal mit Aussitzen. Ja, ihr fällt mir dann immer ein bisschen auseinander. Nochmal. Ja, das war ganz gut. Ich mache jetzt noch einmal Außengalopp und dann übe ich noch ein bisschen Halten aus dem Trab. Weil das ist ja auch fürs Turnier wichtig, dass er dann gut steht. Und das übe ich jetzt noch, die beiden Sachen. Und dann haben wir eigentlich auch unser Training so geschafft. Das ist so unser tägliches oder, wenn ich halt reite, unser Training. Also wir sind so, reiten so A-Lektion. Und das klappt doch echt schon gut. Also Melli macht das super und ich muss halt noch ein bisschen üben. Aber ihr seht das ja jetzt auch. Jetzt mache ich erstmal Halten. Okay, wie steht er? Ein bisschen vor. Nee. Nee, wieder fast stellt, Melli. Also es ist noch recht schwer, den ordentlich hinzustellen für mich, aber ich versuche mal ein bisschen zu korrigieren. So, brrt. Na, jetzt das eine Bein raus. Wieso steht er mit dem einen Bein so komisch? Mit dem da, guck mal. Ah ja, jetzt hat er es aufgestellt. So wäre es jetzt ganz gut, oder? Wie steht das hintere? Ja, so ist er jetzt fast geschlossen. Das ist gut. Der Kopf ist zwar noch ein bisschen oben. Ich versuche ihn ein bisschen runterzukriegen. Nee. Na, dann bewegt er sich immer. Das ist noch so ein bisschen schwierig bei uns. Aber wir üben das noch. Und Welli hat gerade Fliegen an sich. Ach, Welli. Ja, so steht er ganz gut. So steht er auch mit dem Kopf schön. Und jetzt traben wir wieder an. So, jetzt mal noch einmal Außengalopp. Dafür wechsle ich auch wie eben einmal durch die ganze Bahn. Und dann bleibe ich halt im Außengalopp, also im Linksgalopp. Und mache halt keinen Übergang. Und das klappt schon echt gut. Spürt sich auch recht komisch an. Aber Lida bleibt dann auch schön dabei. Mache ich jetzt auch noch mal auf der anderen Hand. Fein, Welli. So, jetzt mache ich einmal Rechtsgalopp auf der linken Hand. Einmal durch die Bahn. Achtung, ich komme da so durch. Und dann bleiben wir jetzt im Rechtsgalopp auf der linken Hand. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training, wie gesagt. Ja, er hat auch echt geschwitzt, wie man sieht. Ich bin nämlich noch ein bisschen gesprungen. Und jetzt gleich kommt er dann in den Stall, nachdem ich noch ein bisschen trocken geritten bin. Und ja, dann fange ich mal an, ein paar Runden Schritt zu reiten. Wir sind jetzt fertig mit dem Reiten. Und ich werde jetzt sofort absatteln. Und dann werde ich ihn wahrscheinlich noch abspritzen, weil er mega geschwitzt hat. Los geht's. Noch mal eben eine Popperutsche. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Sattel. Aber es geht. Trotz alledem. Nein, Welli. Ich hätte dir einen noch so einen richtigen Kick mitgeben. Der ist so lieb, deswegen macht er sowas nicht. Also, ich mache jetzt den Sattel ab. Welli hat sehr doll geschwitzt. Ich werde ihn gleich abspritzen, wie gesagt. Das werde ich jetzt nicht mehr mitfilmen. Also Moritz hat nicht mehr mitfilmen. Heute war es ja sehr professionell. Und jetzt, ja, werde ich absatteln, die Bandage abmachen. Und Welli kommt wieder auf seine Wiese. Der ist auch echt kaputt, wie man sieht. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal wieder in schlechter Qualität. Und ciao. Oh, ist gerade genau da gestorben. Genau dann.